Die Telekom präsentiert die Highlights vom letzten Game und alle Spiele auf allen Screens. Hallo und herzlich willkommen bei Zoom. Heute mit Robin Benzing, einer zauberhaften Überraschung. Die Sendung pickepacke voll, also los geht's. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. B-Win. Sag mal, hätten wir nicht im Audidom rauskommen sollen? Egal. Ja, ist ja doch. Gut, das bezahlt's aber. Wir sollten noch eine kleine Vorstellung aus dem Hut zaubern. Tom Beck, Magier, passend zum kommenden Gegner, den Merlins aus Gralsheim. Jetzt aber zurück wieder zum Basketball. Magic! Und nicht weniger magisch, jetzt der Vorbericht von meinem Kollegen Julian Houdini-Glonegger. Spieltag 28, der FC Bayern Basketball empfängt die Gralsheim Merlins. Das Ziel der Gastgeber, klar, nach zwei Liganiederlagen in Folge, soll die Trendwende her. Die wollen freilich auch die Merlins schaffen, denn die haben zuletzt drei BBL-Spiele verloren. Besonders bitter die letzte Heimniederlage gegen die direkte Konkurrenz aus Bremerhaven. Im Abstiegskampf der Tabellenletzte schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die Bayern dagegen mit einem Heimsieg am Samstag sicher für die Playoffs qualifiziert. Shooting Guard Sean Mosley, er ist Gralsheims Topscorer. 14 Punkte und 4 Rebounds, seine beachtlichen Werte. Schon im Hinspiel der US-Amerikaner der Lichtblick bei den Merlins. 18 Punkte standen am Ende beim 26-Jährigen zu Buche. Das Hinspiel dennoch eine klare Sache für den FCBB. 103-66, der deutliche Sieg Ende November. Der 12. März 2011 war ein guter Tag für den FCBB. Mit einem Sieg in Gralsheim machten die Bayern damals den Aufstieg aus der Pro A in die BBL perfekt. Das Duell jetzt ist der Auftakt für ein Hammerprogramm für die Bayern. In den restlichen 6 Hauptrundenspielen geht's gegen die 6 Top-Konkurrenten der Liga. Bamberg und Alba kommen in den Audidom. 4-mal muss der FCBB reisen. Die Merlins zum Punkten verdammt, 6 Zähler fehlen zum rettenden Ufer. Bei 7 Spielen eine ordentliche Aufgabe. Im Bayern-Spiel muss offensiv der Knoten platzen. Der beste Angriff der Liga stotterte zuletzt gewaltig. 76 Punkte gegen Braunschweig war die schwächste Heimausbeute der Saison. 59 in Göttingen, so wenig Punkte wie nie in dieser Spielzeit. Die Münchner arbeiten freilich hart dran, dass vorn die Dinger jetzt wieder reinfallen. Dann sollte im insgesamt 6. Duell mit Gralsheim der 5. Sieg rausspringen. Also, ganz schön beeindruckend, was der Magier da so kann, oder? Von der Magie nicht schlecht, aber mal gucken, ob er auch das kann. Schluss mit lustig, jetzt wird Tacheles geredet mit Marco Pesic. Naja, wir haben jetzt momentan eine Phase, ich würde es so erklären, Ergebniskrise. 2 Bundesligaspiele verloren. Das ist eine Phase wie viele, die wir diese Saison in ähnlicher Art und Weise hatten. Wir sind jetzt im 4. Jahr Bundesliga und sind in jeder dieser Spielzeiten, auch in der letzten Saison, haben wir Phasen, wo wir unsere Konstanz haben vermissen lassen. So wie ich die Spieler gesehen habe und unsere Trainer gesehen habe, dass dieser Eurocup für die eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, und das Ausscheiden hat uns schon ein bisschen geknickt, was jetzt nicht als Entschuldigung, was ja nicht eine Entschuldigung sein soll, aber es hat uns schon ein bisschen mitgenommen. Ich meine, man muss ja auch in solchen Situationen auch solche Sachen hinnehmen. Was für mich wichtig ist und meine Erfahrung
in den letzten 4 Jahren hier war, dass wir immer in schwierigen Situationen intern einen Weg gefunden haben, noch mehr zusammenzurücken. Ich glaube, dass wir das dieses Jahr, nicht glaube, sondern ich weiß, dass wir dieses Jahr auch schaffen, dass wir im Hinblick auf die Playoffs, aber vor allem auf die schwierigen Spiele, die jetzt vor uns stehen, da sicherlich wieder rauskommen. Wenn wir schon mal einen Zauberer da haben, probieren wir auch mal ein paar Tricks. Wo war das denn? Das war die magische Folge 24 von Zoom. Vielen Dank an Robin, vielen Dank an Tom. Hätten wir nicht weggehen sollen eigentlich? Eigentlich, ja. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Be Win.